Mit dem neuen Update, mit dem Electricity Update in Rust, sind viele Möglichkeiten dazugekommen, aber auch viele Probleme beim Umsetzen von erdachten Möglichkeiten. Und ich will euch jetzt hier zeigen, woran es manchmal scheitert und welchen Workaround es gibt und was man überhaupt so machen kann. Die Electricity wird auf jeden Fall weiter eine große Rolle spielen. Herzlich willkommen zu einem neuen Energietutorial. Wir haben wieder unsere Stromversorgung, den Schalter, den Masterschalter, hier unsere Stromverteilung. Dazu könnt ihr euch eines der ersten Videos anschauen, wie die funktioniert. Ja, und was brauchen wir diesmal? Machen wir eine Turrensteuerung und schauen, was damit alles machbar ist. Dazu brauchen wir noch einen Blocker. Wenn wir zwei Rolltore um das Turren platziert haben, dann auch noch zwei Türöffner, also diese Türsteuergeräte. Und natürlich muss dann auch noch das Teil abgesperrt sein. Also auch noch zwei Schlösser. Eins hier. So, viele haben schon ein Problem, überhaupt das Türsteuergerät zu konfigurieren, auf die Tür zuzuweisen. Dazu müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht zur Tür, schließt die auf und wird sie grün. Dann geht ihr zum Türsteuergerät und sagt mit Tür verbinden, dann wird die untere Lampe auch grün. Das heißt, dieses Türsteuergerät hat sich die Tür gemerkt. Jetzt könnt ihr wieder zuschließen und ihr seht, das Grüne da drüben, das bleibt. Genau das gleiche Verfahren machen wir hier. Wir sperren erstmal auf, gehen zum Türsteuergerät, mit Tür verbinden wird grün, sperren die Tür wieder zu. Ihr müsst beachten, dass die Türsteuergeräte natürlich so funktionieren, dass jeder dann durch kann. Die hat sich praktisch den Code des Schlosses gemerkt, wenn ihr so wollt, oder hat den Schlüssel zu dem Schloss. Also wenn irgendjemand es schafft, die dahinterliegende Elektronik auszulösen, dass das Türsteuergerät anspricht, dann kommt er problemlos in eure Base weiter. So, was wollen wir machen? Wir wollen ein Torrent versorgen mit Strom. Also brauchen wir mal 10 Strom. Die holen wir uns natürlich jetzt hier raus. Jetzt ist mal auch schon und gehen hier rüber und versorgen unser Teil mit 10 Strom. Halt, wir haben wir noch nicht konfiguriert, sonst natürlich hier auch noch konfigurieren. Ja, ich habe gesagt 10 Strom, machen wir mal 10 Strom und schon läuft das Torrent. Okay. Es verbraucht es natürlich dauernd Energie, weil es dauernd läuft. Mal davon abgesehen, dass man das auch anders regeln könnte, lassen wir das jetzt mal so. Wir haben hier aber auf der anderen Seite nochmal drei dieser Möglichkeiten, das anzuschließen. Hat ein Ziel, hat wenig Munition und hat keine Munition. Wir wollen jetzt erstmal die keine Munition verbinden mit der roten Rundumleuchte. Ihr könnt es natürlich verbinden mit was ihr wollt. Munition hat sie ja noch. Wenig Munition verbinden wir mit dem blauen Blinklicht. Okay. Und das seht ihr schon, wenn wir uns das Geschütz anschauen. Da können wir es natürlich nur anschauen, wenn wir es ausschalten. Dann aber auch den Masterschalter. Jetzt reinschauen, da liegt eine Waffe drin mit 6 Schuss. Eigentlich sollte das zu wenig Munition sein. Warum blinkt dann das blaue Licht nicht? Ja, wie alles verbraucht er scheinbar auch Strom. Das heißt, wir konfigurieren das mal auf 12. Oh, und schon sehen wir, es funktioniert. Also auch diese Abgänge verbrauchen neuen Strom. Das heißt, wenn ihr 10 einstellt fürs Geschütz, dann werden diese beiden Dinge nicht benutzt. Die Rundumleuchte, es hat keine Munition mehr. Ja, stimmt, weil die Munition in der Waffe zählt ja nicht. Nehmen wir mal Munition. Ja, 3 Stück. 6, 9. Packen wir mal noch rein. Schalten wir wieder an. Ah ja, sieht man, er zeigt nur noch an, wenig Munition. Wenig Munition heißt wahrscheinlich weniger als ein Stack. Das schalten wir mal aus.
Bauen wir uns noch mal ein paar. Ja, bauen wir euch mal mehr. Jetzt sind wir knapp unter der Steckgrenze und es zeigt nichts mehr an. Also es reicht schon, wenn ein paar Schuss mehr drin sind. Ein halber Steck wird wahrscheinlich reichen. Jo. Dann passt das ja. So, und wir haben noch ein Hauptziel. Das wäre automatisch eine Meldung an euch, dass das Geschütz jemand erfasst hat. Kann man nutzen, muss man nicht nutzen, ja, alles optional, aber wir hängen jetzt da mal einen Lautsprecher dran. Dann bauen wir uns auch hier drüben auf. Hauptziel. Natürlich habe ich jetzt kein Ziel da, aber wenn jetzt jemand vor der Base stehen würde, würde dieses auch eins verschalten. Allerdings, wie gesagt, verbraucht es ja auch einen Strom extra. Das heißt, wir müssten hier wahrscheinlich auf 13 gehen. So, jetzt kommt auch, das Geschütz läuft. Jetzt wollen wir ein Rolltor dran haben. Kein Problem. Und wir wollen, wenn es keine Muni mehr hast, dass die Rolltore runterfahren. Denn dann wäre das Geschütz ja verwundbar. Also, rote Lampe abgehangen. Dann legen wir einen Strom. Zwei sind wir voreingestellt an einen Blocker. Und das hier an das Türsteuergerät. Ah, Strom ist da, Rolltor geht hoch. Super. Dann hat man einen Vorteil, man kann gleich zwei Tore steuern, also wenn man so ein Turret in die Ecke setzt und zwei Tore rundherum baut, kann man das natürlich auch tun. Die Durchleitung hier ist praktisch. Muss allerdings auch bedenken, dass dieses Teil auch eine Energie verbraucht, also zwei reicht schon nicht mehr. Der Blocker verbraucht ja eine, das Tor verbraucht eine, das nächste Tor bräuchte wieder eine Energie, also müsste ich hier jetzt einstellen, drei. Zwei ist eingestellt. Machen wir drei draus. Und das zweite Tor fährt hoch. So, jetzt zu der Schaltung. Keine Munition mehr. Die führen wir jetzt auch wieder rüber hier, nämlich zum Blocker. Und die schließen wir hier an. So, jetzt schalten wir das Geschütz mal ab. Nehmen die ganze Munition raus. Aus der Waffe. Ja, wir haben gesehen, die Waffe zählt als schon keine Munition mehr. Demzufolge bleiben jetzt die Tore unten. Das heißt, jetzt hat schon mit dem letzten Magazin das System festgestellt, ich habe keine Munition mehr. Und lässt die Rolltore wieder runter. Wenn man jetzt ein bisschen Munition reinlegt. Ich weiß nicht, wie viel das drin sein muss. Nehmen wir nochmal 6 rein. Also praktisch nochmal ein Magazin. Dann zählt es als wenig Munition. Und die Rolltore gehen trotzdem noch hoch. Also ich habe noch ein Ersatzmagazin. Weniger übrig und das Turret funktioniert bis zu dem Zeitpunkt. Jetzt verbraucht die ganze Schaltung hier schon eine ganze Menge Strom, weil das Turret wieder dauernd läuft. Ja, auch da kann man Abhilfe schaffen, indem man solche Turrets eben dann mit einem HLF-Sensor benutzt. Da diese Sensoren aber nicht immer richtig funktionieren, vor allem wenn man mehrere davon verbaut, rate ich erstmal davon ab, bis das vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Im Moment kann ich nur raten, nehmt einen groß genugen Akku.
Er sollte 100 liefern, liefert er auch am Schalter 100. Und ja, der Verbrauch ist aktuell 32. Das heißt, es würde noch 2 Stunden, also da, mit der Ladung jetzt fast 3 Stunden laufen. Wenn er vollgeladen ist, dann läuft er natürlich wesentlich länger. Und das ist auch ein Grund, warum ihr nicht mehr als die, ich sag mal, 2 Drittel der Energie verbrauchen solltet. Weil es ist der Akku schnell leer. Ihr solltet dafür auf mehrere Akkus setzen und jede Windmill, die ihr habt, mit einem eigenen Akku versorgen. Ihr könnt die Akkus auch in Reihe schalten, aber dazu komme ich später noch. Ich zeige euch ein paar so interessante Schaltungen und wie man die Akkus besser aufbaut. Im Moment ist es so, dass ich halt nur mit einer Windkraftanlage von 95 lade, 32 verbrauche ich ständig, also das Überschüssige wird geladen. Jetzt habe ich hier den Schalter, ich habe schon gesagt, das ist der Notausschalter. Wenn ich jetzt hingehen will und das ist ja gesehen, hier was Waffe entnehmen will, sich jemand konfigurieren soll, den umstellen will auf Friedenswächtermodus, all das kann ich ja nur machen, wenn er ausgeschaltet ist. Also für jeden Strang, wo mehrere Torrents hängen, macht es nicht für jedes Torrent, aber sagen wir, in der Erdgeschoss habt ihr 4 Torrents, macht einen Schalter für diese 4 Torrents mit den Garagetoren. Für das erste Stock genauso, für den zweiten Stock ebenso, immer einen Schalter, weil sonst habt ihr natürlich ein Problem.